Heute erkläre ich den großen Cursor. Ich mache ein neues Teil. Und nehme hier den großen Cursor. Er ist dafür da, dass man sehr präzise die Punkte setzen kann oder entfernen kann, die vertikalen und die waagerechten Linien sehr gut positionieren kann. Und er zeigt an, welches Werkzeug wir gerade nutzen. Ich nehme also jetzt mal das Pluszeichen und jetzt sieht man, am Cursor hängt dieses Pluszeichen. Und jetzt kann ich ganz präzise meinen Punkt setzen, wo ich ihn hinhaben will. Dasselbe mit dem Minuszeichen. Meinen Punkt ganz präzise entfernen. Wenn ich die vertikale Höhe verändern will, zeigt er mir an diesen kleinen Zwischenpfeil. Bei der Breite zeigt er mir an den waagerechten Pfeil. Und genau so kann ich ganz genau sehen, wo ich was verändere. Bei den Maßbändern ist es so, dass der Pfeil genau im Fadenkreuz in der Mitte ist, sodass ich da auch ganz genau abzählen kann, wo ich mich hier befinde. Das ist bei allen Maßbändern der Fall, das Kreuz in der Mitte und auch bei dem Nullpunkt setze ich hier zum Beispiel den Nullpunkt für das Lineal oder setze ich hier den Nullpunkt fürs Lineal, muss ich natürlich neu angeben, setze ich hier den Nullpunkt. Oder hier oben. Jetzt habe ich also einmal den Nullpunkt hier in der Mitte und einmal den Nullpunkt hier oben rechts. Das war der große Cursor. Tschüss.